Jo Leute, was geht ab? Heute im Ballus Andreas. Ihr habt alle keinen Bock. Ich auch nicht. Jalla. Lösch mal System 32, damit dein PC schneller ist. Den habe ich heute gewandt. Das war ein stolzer Mann. War nur ein Scherz. Ja, komm. Folgt alle mir. Tut mir sehr leid. Guck, was er macht. Wenn du Content machst, kriegst du einen Adbun. Wenn nicht, dann eigentlich nicht. Warum schreiben Leute, folgt mir, wenn sie nicht mal Content machen? Powerbun, wer macht kein Content? Hugo, du Bastard! Es tut mir sehr leid, ich wollte etwas anderes schreiben, nämlich Banane. Da ich aber meinen Freund immer als Bastarde beleidige, Fotos von meiner Autokorrektur und da hat er nichts mehr geschrieben. Glauben wir ihm? Hugo, du Banane, Digga. Wer schreibt das? Okay, ich entbann ihn, aber weil es eine gute Ausrede ist. Nee, ich brauch gar nicht gucken, er schreibt, yo, ich wollte B schreiben. So habe ich vertippt, komme nicht mehr vor. No joke, Powerbun. Die Ausrede zählt nicht mehr. Ja, komm, bei ihm drückt mir nochmal ein Auge zu, aber beim nächsten nicht mehr. Aber warte, der Fettsack, du Wichser. Bitte gib mich frei, war gerade übelst angepisst. Ja, der hat nur Kevin beleidigt. Scheiß drauf, hier. Anime, Digga, dieses Englisch-Gelaber immer High Standards, so schwul. Hallo Mods, bitte entschwärmt mich. Ich war bei dem Video, auf das Hugo reagiert hat, etwas sauer, weil ihr in dem Video so komisch geredet habt. Und dadurch kam diese Nachricht zustande. Ich würde mich sehr freuen, wieder am Chat teilnehmen zu dürfen. Nö. Tschüss. Ich supporte LGBTQ nicht. Bannt mich, Mods, bitte. Haha, hab es gar nicht mitbekommen, dass ich gebannt wurde. Haha. Wäre sehr nett, wenn ihr mich wieder am Chat teilnehmen lassen würdet. Schreibe sowas auch nicht mehr. Haha. Der im Blauen ist der Schwarze. Ja, das war Spoiler. Das kommt, juckt mittlerweile. Ich werde aufheben. Das war Spoiler. Wir haben geguckt. Erkenne den Schwarzen. Deswegen. Hat mir gerade einen auf dir runtergeholt. Mach dein Mikro normal, du HS. Mikro, du Hurensohn. Mach dein Mikro normal, du Fotzensohn. Du Nuttenbengel. Mach dein Mikro normal. Mach dein Mikro normal, du Hurensohn. Mach dein Mikro normal, du Fotzensohn. Hallo, mach dein Mikro normal, du Hurensohn. Hä? Jeder hat das geschrieben und jeder weiß, dass es Spaß war. Ach so! Ja dann! Nee, Digga, der kann nicht chatten. Tschüss. Beach Buggy Racing ist geil. Bitte Insta, bitte. Digga, ich guck, no joke, ich guck sein Insta jetzt. Und wenn der auf privat ist, dann heilige Scheiße, kriegst du den dicksten Permaband in History. Nein, 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 nein. Digga, wenn du Werbung machst, dann mach doch nicht privat! Lauter Homos. Grüße, meinen letzten Kommentar habe ich zu der Situation geschrieben, in welcher der Hugo zu den Teslas lauter Homies gesagt hat. Ich habe einfach aus Troll lauter Homos geschrieben. Finde es schade, dass ich daraufhin einen Permanent kassiert habe, obwohl ich obviously einen Spaß daraus gemacht habe. Hoffe, dass ich wieder entbannt werde, sonst habe ich echt keinen Kack-Sinn für Humor. Was? Sonst habt ihr echt keinen Sinn für Humor? Digga, hä? Piss dich! Hallo, salü, Alien, please, I can't, hallo, mein Gott. Digga, und jetzt langer Text wieder. Digga, ich wollte Big schreiben. Ich freue mich sehr, dafür mein Bruder mit meinem Freund in mein Zimmer gekommen sind und Hallo N in den Chat geschrieben haben. Ich weiß, es klingt sehr unglaubwürdig, aber es ist so passiert. Ich unterstütze keine rassistischen Aussagen und distanziere mich von rassistischen Aussagen. Ja, ich glaube ihm. Du bist so unendlich behindert. Ey, Walla war mein Hund, hab Hund gesagt, dass er nächstes Mal chillen soll. Hund ist zufrieden damit. Hund macht keinen Stress mehr. Digga, hätte er nicht B-Wort geschrieben, hätte ich sogar noch ein Auge zugedrückt. Free, free on God sogar. Ja, weg mit dem. Du Hurensohn. Mein kleiner Bruder hat das geschrieben und es tut ihm auch leid. Digga. Das, was mir leid tut, ist deine Spielzeit in Deutsch gesmoked. Was? Man checkt es nicht, Digga. Hier Huren sind komplett falsch geschrieben. Und mein kleiner Bruder hat das geschrieben und es tut ihm kein Haar auch leid. Was ist ein Vokal? Halt dein Maul. Ja, Digga, dann kriegt er jetzt einmal einen Juckt, Alter. Mit 12, Bro, soll ich auch. Oh mein Gott. Hey, ich weiß nicht mehr, dass den genauen Kontext, dass das gestern war. Ach so, er weiß den Kontext nicht mehr, was gestern war. Aber dies war auf jeden Fall als Witz gemeint. Oh mein Gott. Er ist gar nicht 12, das war ein Joke. Average Hugo Viewer Zeitspanne. Ja, der meint, also der ist safe 14 oder so. Oh, ich hab gerade gepermabannt, Junge. Der Arme, Digga. Hier, Endband. Hab ich den Endband hier? Kann jemand den Endband bitte? Danke.
Down-Syndrom Hugo sagt nichts Falsches, sonst Strike. Lass ihn reported, warum ist da eine Schwuchtel? Ich möchte mich aufrichtig entschuldigen für das, was ich gesagt habe. Ich erkenne, dass meine Worte verletzend waren und ich bedauere zutiefst. Ich werde daran arbeiten, meine Einstellung und mein Verhalten zu ändern. Nö. Hugo, bitte entbann mich. Heiße Mori Abi. Zweiter Account. Oh mein Gott. Was hat er geschrieben mit seinem zweiten Account? Ich check nicht, warum der gebannt wurde. Er hat das hier geschrieben. Irgendwann sagt er Digger mit N. Weil er hat's doch gar nicht gesagt. Doch indirekt. Na. Würdet ihr den bannen? Digga, also ich sag mal so, ob er jetzt das schreibt oder ihr mit eurem Come on, Bro. Also Bruder, das ist legit das gleiche. Nur, dass ihr halt ein Emote dafür used. Was denkt ihr, warum wir Come on, Bro geblacklistet haben? Ja, scheiß drauf. Nö. Tschüss. Ey, du Vogel, willst du mir einen lutschen, du fetter, haarloser Bastard? Hugo ist Emo, Hugo, du Emo. Wählt die AfD, haha. Oh mein Gott, Digga. Entschuldigung für das, was ich geschrieben habe. Ich weiß, dass man sowas nicht macht, Bruder. Halt die Fresse und verpiss dich, Digga. Tschüss. Was machst du, du Fettsack? Leck meine Eier, du Hurensohn. Ich hab Kacke im Gehorn, ich sehe meinen Fehler ein, weil man einfach nicht beleidigen soll. Es kann ja den Menschen verletzen, was ich geschrieben hab. Tut mir leid. Bruder, mich verletzt schon gar nichts mehr. Ich bin nämlich schon zerbrochen. To real. Ja, hier juckt. Homos. Hallo, liebes Mod-Team. Ich wollte mich alle... Digga, bitte, ist Luca hier oder so? Ich kann das nicht lesen. Luca, lese mal bitte kurz. Digga, ich hab... Ja. Ich mach Bildschirmübertragung. Danke. Hallo, lieb Mod-Team. Ich wollte mich aller Vorrang für meinen Kommentar entschuldigen, da er vor allem ohne Kontext sehr böswillig rüberkommt. Natürlich war es eher Der arme Mann. Ey, Luca, danke fürs Vorlesen, ne? Japan. Fauler Sack lässt Luca für ihn einen kleinen Text lesen. Du, up to please 9. Oh mein Gott, Digga. Es tut mir außerordentlich leid, dass ich mit dem 9x11 geschrieben habe. So etwas. Ja, weg mit dem. Tschüss. Digga, er schreibt auf Luxemburgisch. Ich. Bro! Bro, was? Digga, warte mal. Erstens schreibt er auf Luxemburgisch. Ich weiß, wo du wohnst. Ich komme zu dir nach Hause. Oder entschuldigt er sich? Jo, ich dachte, man kann auf Luxemburgisch schreiben. Bro, ich glaube nicht, dass es darum geht. Digga, 2020 ist das. Was machen wir mit dem? Das sind 3 Jahre. Ja, komm hier, tschüss. Hurenzo! Aufgrund, dass mein Account gehackt wurde und ich nicht auf meinem Account zugreifen konnte, entschuldige ich mich für trotzdem... Ja, hier, du hast ja nur mich beleidigt. Weiter geht's im Let's Play. Er kriegt einen permanent Tschüss. Der Song ist so fake, der Song ist heil, das kann ich mir nicht geben, ich steck mir jetzt ein Minion in den Arsch. Na, ich bin 11, ich bin nicht 11, lol. Ciao Hugo, schon seit einer Zeit, cool, wenn ihr entsperren würdet. Jo, das checken wir da ganz kurz. Folgt seit 2. Juni 2023. Was haben wir denn? Oh, wir haben den 15. Juni. Du Homosexueller, bist du noch Jungfrau? Digga, ist der cringe. Sehr geil. Digga, was? Ja, NEG, sehe kein Problem. Ich auch nicht. Tschüss. Fick dich, entbann mich. Nö. Digga, warum sind die so kurz gerade? Was geht, verkaufe eine PS5, ihr Hurensöhne. Digga, ich kauf. Bitte wieder entbannen, es tut mir extrem leid und war kindisch. Digga, das war vor 3 Tagen. Digga, scheiß auf den, Alter, for real. Du Hurensohn, du stinkst, du Hurensohn, haha, du kleiner Bastard. Du Missgeburt, du Hurensohn, Arschloch. Das war nur Spaß und nicht ernst gemeint. Du, ich darf ja nicht beleidigen, scheiße. Einen runterholen, PS, ich bin 10 Jahre alt. Entschuldigung, ich mache das nie wieder. Nö, tschüss. Du fetter Hurensohn, fick deine Mutter, Hure, du fetter Hurensohn, du fetter Hurensohn, du fetter Hurensohn, du fetter Hurensohn, Hure, du fetter Hurensohn, 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 Digga. Oh mein Gott, das ist, Alter. Hure, du geile Sau, ich bin 6 Jahre alt. Bin ich 6, war Joke, Freund hat gesagt, so bekommt man Primal, jetzt habe ich Bann. XD. Digga, hier hat der N-Wort geschrieben, deswegen bann ich ihn jetzt einfach. Tschüss. LOL, N-O-G-E-R. Hallo Hugo, hallo Mods, ich möchte mich... Tschüss. Das war's für die Video, wenn euch das Video gefallen hat.